Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, heute geht es um den Five Pipes Caribbean Sunset. Ja. Super schöner Hintergrund, ja. Deswegen dachte ich mir, setze ich doch gleich mal mein Hütchen auf. Ja, wie hat das Ganze gerochen? Also eine natürliche Ananasnote, eine leichte Kokosnote. Und irgendwas Süßes noch im Hintergrund, was ich jetzt nicht rausdefinieren konnte. Ich rauche das Ganze heute in der KS Punchline 470. Mal wieder mit dem KS Deutschland Glasschlauch, dem Sapphire Hotshotter Tee und zwei Kokoskohlen. Über den Rauch, wundert euch nicht, ich bin gerade in dem Ami-Setup Anrauchphase. Deswegen ist der Qualm jetzt noch nicht so dicht. Aber der Geschmack ist zu 100% da. Also das Ganze schmeckt nach so einem Cocktail. Weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall ist da Autofokus. Ist dort Ananas und Kokos drin. Ist, glaube ich, so ein weißer Cocktail. Ja, eine schöne natürliche Ananas und im Hintergrund so ein leichter Kokosgeschmack und irgendwas Süßes ist noch dabei. Schmeckt eigentlich super chillig. Am liebsten würde ich da jetzt irgendwo in die Karibik fliegen, mich dort an den weißen Sand, in den weißen Sand setzen, aufs Meer gucken und diese Pfeife rauchen. Ja? Also bekommt ihr so super viel Lust auf Urlaub, Sonne, braun sein, schwitzen, alles Mögliche. Ja? Passt leider nicht zu unserer Jahreszeit, jetzt wird's kalt draußen. Müssen wir uns leider daran gewöhnen, jetzt 4, 5 Monate wird es jetzt erstmal wieder kälter. Und dann kommt ja wieder der Frühling und der Sommer, ja. Und dann können wir wieder die ganzen Sommertabak rauchen. Und die Ananas ist schön süß, ja. Also macht echt super so ein Karibik-Feeling, ja. Mit meinem coolen Hut hier, jetzt bräuchte ich eigentlich bloß noch so eine Hawaii-Kette, genau. Und dann passt das Ganze. Ja, der 10-Gramm-Shot hat 1,95 € gekostet. Schon wieder, ja. Er merkt, ich brauche erstmal eine Pfeife. Ansonsten ist der Tattrich da. Ja, genau. Das war es eigentlich auch schon wieder. Also, schöner Tabak. Kann ich auf jeden Fall eine Probierempfehlung aussprechen. Ja, Leute, dann wollte ich euch nochmal Bescheid geben. Der Livestream am Sonntag. 28.10.2012 um 17 Uhr starte ich das Ganze auf dem Ustream-Kanal. Könnt ihr mal das vorherige Video, da ist der Link drin, oder ihr guckt mal auf www. Ne, hier unten auf www.shita-schmitty, genau, Shita-schmitty, ne, shishaschmitty.de. Könnt ihr mal drauf gucken und schaut da einfach auf die Navigation oben bei Livestream und dann könnt ihr am Sonntag da, ja, ich sag mal so gegen 17 Uhr starte ich das Ganze, könnt ihr da draufklicken und dann seht ihr mich hoffentlich. Mal schauen, ob da ein paar Leute da sind. Würde mich auf jeden Fall freuen. Werden wir bestimmt ein, zwei Köpfe rauchen. Mal gucken, vielleicht ja, irgendwas Schönes werden wir uns da schon einfallen lassen, was wir da rauchen. Ja, und ein bisschen Off-Topic-Gelaber. Vielleicht schmeiße ich eine Shisha runter. Vielleicht kommen irgendwelche Outtakes. Vielleicht falle ich selber runter. Vielleicht fliege ich vom Stuhl. Vielleicht haue ich die Shisha kaputt. Vielleicht haue ich mir die Kohlen irgendwo gegen den Körper. Müssen wir mal schauen, ja. Wird bestimmt ganz lustig. Ja, und dann bin ich raus, Leute. Ja, der Party King.
Ja, und dann sehen wir uns, denke ich mal, morgen oder allerspätestens Sonntag im Livestream. Bis dahin, haut da rein.